Mehr Truppen, bitte. Dieses Gebäude. Das, ich habe das Zauberwort gesagt. Eine Nachricht vom Kalifen. Tötet den Ungläubigen. Mir wurde gesagt, ich soll mal ausprobieren, ob man Belagerungs-, ob man Schilde hochtun kann auf die Türme. Ich glaube weniger. Weil die kommen aus dem Belagerungscamp und ich denke mal, Belagerungswaffen, die extra Belagerungswaffen sind, also schon wirklich so als solche gekennzeichnet sind, können, glaube ich, keine Mauern hochgehen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Im ersten Teil hat es noch funktioniert, klar. Aber ich glaube nicht, dass es hier klappt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber wir können ja dann mal gucken. Wollen wir mal ein wenig bomben? So viel zum Thema. Nö, wir machen das nicht. Aber ganz ehrlich, zweimal der Kalif. Der hat's verdient, die Sau. Der hat's verdient einfach nur. Mann, das kann man da gar nicht argumentieren. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Nee, da will ich ja dann dahin. Ihr seid der Dritt, wir machen jetzt Teile hoch. Ja, Lordi kann noch ein bisschen warten. Haut das hier hin? Ich hätte natürlich auch arabische Bogenschützen nehmen können. Unsere Holzfäller können kein Holz mehr sammeln. Nein, das ist ja schlimm. Das heißt, Holzfäller weg, wir haben wieder Platz. Wir haben noch mehr Platz. Ja, ich hätte schon viel eher an die Bäcker denken können. Mehr Mühlen auf jeden Fall. Rügenwalder Mühlenfest. Unsere Lebensmittelvorräte. Ja, jetzt durch die zweite Mühle wird das ein bisschen besser gehen. Zack. Jetzt will ich dann bald anfangen, ein bisschen zu bomben. Zumindest den Kalifen da drüben. Könnt ihr mal aufhören, den Turm anzugreifen? Habt ihr den überhaupt? Geht mal ein bisschen näher ran. Ihr kriegt den da unten. Ich weiß es genau. Ja, schön, dass ihr auch auf die schießt, aber ich möchte jetzt eigentlich den Schwertkämpfer da unten, der hier meinen Turm so ganz toll lieb hat. Bitte. Du kannst natürlich auch lassen, alles klar. Arschloch. Wir speichern mal. Und ja, wir speichern da drüben. Spiel überschreiten. Es ist einfach, es ist so gemein vom Spiel. Jedes normale Spiel, jedes normale, vernünftige Spiel hat Speichern links und Abbrechen rechts. Warum müsst ihr das andersrum machen? Ich mache immer aus Reflex sofort auf links klicken, ohne groß zu lesen. Das hat mich letztens wirklich viel Nerven gekostet, weil ich ewig viel nachspielen musste. Ihr habt es ja gesehen. Es ist so gemein. Es ist so gemein. Seid alle doof. Jetzt habe ich es euch gegeben. Unsere Sehnen sind gewachsen. So, einen Heiler haben wir oben. Jetzt hätte ich gerne noch einen zweiten Heiler und dann kümmern wir uns mal langsam um Bäume. Ach, Bäume sind keine mehr da. Na, jetzt können wir uns mal wirklich ums Bier kümmern. Jetzt brauchen wir Holz. Noch eine dritte Mühle. Und dann machen wir langsam noch die Bierproduktion. Unsere Lebensmittel. Ist das ein Plan? Da ist es ein Plan. Meine Herr. Dann können wir jetzt auch mal die Apfelfarm wegreißen. Können wir schon erst einen Hopfen mal machen. Ja, so geht es. Ja, wir machen dreimal Hopfen. Passt schon. Vier dürften reichen. So nah, wie es am Vorratslager ist. Ich bitte euch. Marktplatz würde auch nicht schaden. Ich würde gerne automatisch verkaufen. Eine Nachricht vom Kalifen. Einmal mehr wird in der Wüste Blut fließen. Das freut mich. Bist du fertig? Dankeschön. Das kann da nicht platziert werden, Mann. Ja. Ja. Ja, ich weiß. Wir brauchen Holz, mein Lord. Ach, wirklich? Dieses Gebäude funktioniert derzeit, mein Lord. Brauereien. Ja, ich Idiot könnte es auch so rummachen und so. Ihr wisst Bescheid. Schenke. Schenke, Schenke, Schenke. Schenke, Schenke, Schenke. Ganz kleines bisschen Holz. Und den Marktplatz machen wir auch gleich noch. Dann können wir auch noch ein bisschen. Dieses Gebäude funktioniert derzeit, mein Lord. Oh Gott. Na, bevor wir den Marktplatz machen, mache ich dann erstmal schön mein Mongoyel. Oh Mann. Nicht genügend Waren. Wie viel kostest du? 300. Mongoyel. Wie wir die schön abschießen, das finde ich toll. Das macht mich glücklich. Da grinst der Kalifen greifen an. Bier. Steuern.
Wie schaut's hier aus? Unsere Getreidevorräte wachsen an. Könnte besser laufen, aber gut, jetzt wird langsam endlich mal das Getreide ordentlich verarbeitet durch die Mühlen. Es wird. Wie schaut's mit Produktion aus? Das kommt gerade mal knapp hin. Obwohl ich glaube, noch nicht alles richtig besetzt ist. Ich wünschte, man könnte das so ähnlich machen wie bei Factorio, dass man die Gebäude, wenn sie schon platziert sind, einfach nochmal drehen kann. Aber nein, dafür sind wir uns zu fein. Nicht nur, weil sich's reimt. Das ist 2. So, das haut jetzt so hin, denke ich mal. Wie viele haben wir jetzt? Hier 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich bitte euch. Okay. Ja. Och nö, jetzt haben wir viel das Holz. Jetzt haben wir es. Jetzt geht's ab. Berechnen Flugbahn. Viel Spaß, das machen wir nur bei dem. Zwar, weil es bei dem nicht richtig geht. Aber ich sag's einfach mal der Fairness halber. Der Fairness halber machen wir es nur bei dem. Okay. Haha. Machen wir noch ein zweites hin. Dann hast du ein bisschen. Hast ein bisschen zu tun, mein lieber Kalif. Der Kalle. Der wilde Kalle. Getrunken. Ja, mit den Brauereien kommen wir echt. Ja, wir können auf jeden Fall maximal haben. Eine Nachricht vom Kalifen. Bring mir den Kopf des Lords auf. Ach, Kalle. Hör doch auf. Du machst dich doch nur selbst unglücklich. Noch eine Mühle. Dann nochmal so zwei Bäckereien hier oben. Dann dürfte es erstmal reichen. Ob wir jetzt eine Kirche machen, das muss, denke ich mal, nicht sein. Wir kommen auch so ganz gut hin. Sind Dritte. Nicht genügend Waren. So. Bald müssen wir doch noch einen schönen Marktplatz bauen. Ja, oder? Und ja, er muss schön sein. Das ist wichtig. Ja, wir könnten hier dann natürlich auch einfach noch eine Balliste bauen, die ein bisschen hier rüber ballert. Zumindest, ja gut. Aber wir könnten hier einen Triebbock aufbauen. Das ist doch allgemein die Idee. Gottes Willen. Ja, natürlich können die Mange noch ein wenig weiterballern, klar. Aber wir können hier natürlich auch Triebbocke reinfeuern lassen. Wir können den so niederschießen aufs Äußerste und Innerste. Berechnen Flugbahn. Ein Belagerus Campus, direkt hierhin etwa. Ja gut, dann kriegen wir... Nee, die machen wir da unten hin. Dann probieren wir das mit dem Schild. Mit den Schilden bald mal aus. Dieses Gebäude funktioniert derzeit, mein Lord. Das ist natürlich eigentlich die Idee. Das wäre eigentlich die Idee gewesen von Anfang an. Ich hätte am Anfang einfach hier eine dünne Mauer gezogen. Warum? Dann würden die nämlich nicht den Weg gehen, sondern ich denke mal, dass die KI hier so ähnlich ist wie bei Crusader 1, dass die dann sagen, wir gehen hier außen rum, kommen auch von da. Da hätte ich beide Gegner hier durchgezwungen. Hätten wir am Anfang nicht gleich von zwei Seiten verteidigen müssen. Aber sowas kommt dann natürlich mal wieder, wenn es zu spät ist. Warum? Weil ich Udwin bin. Unsere Getreidevorräte. Das ist Grund genug, würde ich sagen. Dann machen wir es erstmal so. Sparkus. Wird hier langsam mal. Der Heiler kann auch weiter vor, bitte. Nach oben. Okay, nochmal speichern, bitte. Und diesmal achte ich wieder drauf, dass wir rechts drücken. Ich sehe schon, komm, jetzt gewöhne ich mir das so an, dass ich bei anderen ganz normalen Spielen dann auch rechts drücke. Beim nächsten Mal reiße ich euch das Herz heraus. Wenn du beim nächsten Mal rankommst. So mit der Zunge rausstrecken, dann haut er mir die Zunge weg. Dankeschön. Ich hätte gerne den Markt, genau. Den Markt Opolo. Autoverkauf ab 200. Machen wir das mal. So kriegen wir das ebenfalls ein bisschen zu Geld gemacht. Da verkauft. Ja, wollen wir alles verkaufen oder wollen wir Waffen produzieren? Oder wollen wir mit arabischen Truppen? Wie wollen wir überhaupt angreifen? Das ist die nächste Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie ich für Abwechslung sorgen kann, weil wir alles schon gemacht haben. Lassen wir einfach mal 5 Eisen drin zum Waffen produzieren. Ich mache zumindest Armbrüste. Den Kalif muss man einfach mit Armbrustschützen wegschießen. Mir wurde schon oft genug gesagt und ich weiß es ja eigentlich auch, aber wie gesagt, ich versuche es halt immer mal anders zu machen. Holz müssen wir kaufen. Wo ist der schon wieder da?
Na gut, den ersten Kalif schießen wir eh zu klump. Aber mit was greifen wir an? Was für Nahkämpfer setzen wir ein? Wir wissen es nicht. Es gibt Gerüchte. Machen wir Rüstungen. Wurde sowieso mal gefragt, wann ich endlich mal wieder Waffenproduktionen mache. Machen wir einfach mal viele Rüstungen. Dann können wir mal gucken. Wir können aber mal mit Schwertkämpfern. Wir machen einfach mal gemischt. Schwertkämpfer, Tempelritter, Feldwebel, grüne Gurken. Vor allem grüne Gurken müssen wir aufs Feld schicken. Irgendwie hätte ich mir euch effektiver vorgestellt. Das Geld, das ihr gekriegt. Irgendwie war hier gerade für meine Maus eine unsichtbare Wand. Ich konnte gerade nicht runterscrollen. Egal. Okay. Oh Gott, bis wir unseren ersten Tribok bauen können, könnte es noch ein paar Jahre dauern. So ein, zwei, drei Jahre. Ihr könnt nicht mehr sehr viel machen, oder? Das tut mir leid. Ich werde euch nicht vergessen. Ich werde euch hier jeden Abend für euch beten, für euer Wohl behalten. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. So, jetzt kommt noch ein bisschen mehr Eisen rein. Es bringt ebenfalls nochmal Geld. Haben wir dann noch genug Leute übrig? Irgendwas zum Ausbilden? Ich, sieht nicht so aus. Das kann da nicht platziert werden, mein Lord. Na, machen wir jetzt erstmal so. Ja, jetzt wird es langsam mit dem Bier auch knapp. Jetzt müssen wir tatsächlich mal so gehen. Vor allem auch wegen dem Haus mehr. Mit dem Brot dürft es noch hinhauen. Wollten wir schon mal erhöhen. Haut noch hin, auch mit den Steuern. Okay. Ja, aber nur wegen dem plus 5 von den Häusern fällt mir gerade auf. Da müssen wir doch mal so machen. Jetzt fehlen die Leute. Genau, das wollte ich sowieso mal ausprobieren. Passt die hoch? Nee, dachte ich mir schon. Dachte ich es mir schon. Die können keine Treppen hoch. Hier drüben ist eine normale Treppe. Geht's vielleicht bei Treppen? Nee. Das ist unmöglich. Das wäre auch ein bisschen zu übertrieben, ganz ehrlich. Man kann ja schon. Man kann schon Oberfeldwebel hochtun. Man kann Heile hochtun. Wenn man jetzt noch Schilde hochtun könnte, das wäre einfach nur der Abschuss. Und am besten werden die Schilde noch geheilt von den Heilern und kriegen noch zusätzliche HP von den Feldwebeln. Wisst ihr, wie gemein das irgendwann wird? Also, ich bin eigentlich froh, dass es nicht klappt. Das gibt's doch nicht. Uns reichen die Häuser immer noch nicht. Wir werden angegriffen. So ein Vierer, okay. Sag ich mal noch. Drücken wir mal ein Äugchen zu, ein Äuglein zu. Ja, dann machen wir noch einen Vierer. Dieses Gebäude funktioniert derzeit mal noch. Gebraut, getrunken. Haut aber noch hin mit dem Bier. Haut auch noch hin? Ja, alles wunderbar. Jede Zelle meiner Festung ist glücklich. Da machen wir dann den Tribok hin und er schießt dann fröhlich rüber. Ich wollte gerade sagen, wenn er nicht selbst beschossen wird, aber wenn die schon schießen könnten. Ich bin echt am überlegen, ob ich die beiden Mongolen. Och Mann, die beiden Mangen hier wegmache einfach. Er sagt, ich bin am überlegen und machte sie einfach weg. Wir sind einsatzbereit. Das ist Demokratie im Ludwindianischen Reich. Und noch ein dritter. Bereit, Sire. Ich hätte gerne was für meine dritten. Wir machen auch noch eine Feuerballiste dazu. Vielleicht schießt die auch irgendwie rüber. Genau nach Plan. Warum konntet... Hallo, hört auf. Danke. Freundlich. So, jetzt gibt Steine ins Gesicht. Gebt uns etwas zu tun. Bewegen uns. Ja, Sire. Wow. Hier ist die Klippe runter. Boom. Und weiter aufbauen. Hört ihr auf? Was ist denn das für eine Erziehung, bitte? Danke. Baumeister zu Dienst. Mann, Mann. Kalkuliere! Wir sind einsatzbereit. Ja, die Rüstungen kommen rein, das ist klasse. Jetzt machen wir noch Armbrüste. 2, 3, 4. Ja, so schaut es doch schon viel besser aus als mit den Mangen. Gut, es ist. Zum Glück kostet es ja keine Steine, von daher können wir auch auf Dauer einfach ballern. Boom. Kann mich denn niemand diesen verfluchten Eindringlings entledigen? Wir könnten natürlich auch eine große Günther-Produktion machen, aber dann bringen die Rüstungen natürlich nichts.
Wollte gerade sagen, schade, dass es keine gepanzerten Streitkolbenkämpfer gibt, aber das sind ja die Tempelritter, verdammt. Ist ja okay. Total verwechselt. Ja, mit vielen Derwischen hoch. Wir wissen, dass das funktioniert. Vor allem gerade gegen den Kakalifen. Kakalif, das ist eigentlich ein guter Name. Gefällt mir. Ja, wir nehmen jetzt reine Infanterie, einfach Schwertkämpfer, weil Tempelritter, wie gesagt, Templer gegen den Kalifen einzusetzen, vor allem bei seinem Feuer, ist schon fast Verschwendung, wie ich finde. Da kann man genauso gut Schwertkämpfer nehmen. Weil wenn dann einfach mal ein Feuer kommt und die blöd weghaut, dann hat man ewig viel Geld in den Wind geblasen. Ja, und Menschenleben alternativ auch. Er hat seine Mangel natürlich so platziert, dass sie ihm nahezu nichts bringt. Können wir schön aufmachen. Ganz ehrlich, ich mache den einfach mit Derwischen. Jetzt baue ich zwar schon die ganzen Rüstungen, aber vielleicht verkaufe ich die einfach oder mache es einfach nur für Armbrustschützen. Oh, massig Armbrustschützen, ist doch auch ein Plan. So ähnlich wie mit unseren Jägern damals. Wo ist jetzt mit Armbrustschützen? Vielleicht auch noch mit Spaßwegen und so. Ach, verflucht, jetzt fällt mir gerade auf. Wir brauchen ja noch Bauern dann. Ordentliches Bauernfrühstück. Das muss runter. Was ist das noch? Ja, wird irgendwie knapp. Machen wir das hier noch und das hier. Irgendwo muss ich das jetzt halt mal ausgleichen. Dafür verkaufen wir jetzt bei den Waffen automatisch alles über... Wo ist mein Marktplatz? Da. Über 25, das ist okay. Automatisch verkaufen ab 25. Bei Armbrüsten das gleiche. Dass wir immer was da haben zum Bauen. Was sich diese Produktion wenigstens auch lohnt. Ja, so. Wie viel bringt überhaupt... 5 Rüstungen für 80. Unsere Werkzeuge sind bereit. Nein, bist du das Wahnsinns? Bist du? Wie schnell da... Das Problem ist ja, das ist ja das Nervige. KI darf kostenlos Truppen ausbilden zum einen und kostenlos Mauern bauen. Das bedeutet, es schadet ihm noch nicht mal wirklich, dass wir ihn so bombardieren. Es ist ja nicht mal so, dass wir seine Wirtschaft damit schwächen. Das ist gemein. Aber wenn wir dann mal mit Derwischen kommen. Hoch, Wirbel und alles ist gut. Was wollten wir? 5,80. Und beim Eisen 5 für 20. Das ist ein Unterschied, ob man es vervierfacht. Ja, dann würde ich sagen, Rüstungsproduktion und dann verkaufen lohnt sich hier schon. Wird sich auch lohnen, wenn man kauft. Wenn man kauft und es zu Rüstungen macht. Ja, würde man zumindest sein Geld verdoppeln. Es würde sich lohnen, Eisen zu kaufen, Rüstungen zu produzieren. Fragt sich, ob sich das mehr lohnt, als das bei Holzwaffen zu machen. Holzwaffen, was ich hier Lanzen, Piken, Schwerte, Holzschwert, Trainingsschwert.